Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jurassic World Evolution. Weiter geht's mit neuer Folge und mit dem Indominus Rex. Aber vorher muss das Anton hier raus. Diggi, was, guck mal, der kommt im Zaun in Elektro-Dings. Kackst du da gerade hin? Das fehlt mir noch ein bisschen, dass die Haufen hinterlassen. Das wäre voll lustig, dass der Haufen dann irgendwie so 2 Minuten da bleibt oder so. Aber das wäre ganz lustig. So, da ist er. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wo muss Futter aufgefüllt werden. Hier beim Rexi. Ne, bei den beiden Ceratos-Dingern. Das heißt, zack, zack, Aufgabe, zack. Okay. So, Diggi, du musst hier raus, sonst bist du mal fällig gewesen. Das wäre schon ganz lustig, wenn ich den jetzt trotzdem da rauslasse. Wir gucken uns mal Forschung an. Gibt es noch irgendwas, was wir machen können? Nee, wir können nur hier Quark machen. Ich mache das einfach jetzt. Wir haben hier genug Knete in der Map, auf dem Park. Ey, kann man ja auch... Ach, guck mal. Und ich mache es die ganze Zeit nicht. Oh, da muss ich mal drauf achten, wo man noch überall... Guck mal, Ranger-Station können wir... Nee, hä, aber hier gibt es auch Update-Sachen. Aber für die Ranger-Station haben wir wahrscheinlich noch nichts freigestellt. Doch hier, Alter. Ach, Diggi. Planung. Bam. Treffsicherheit. Brauche mich nicht wundern, dass sie die ganze Zeit nicht treffen. Nachladetempo brauchen wir nicht. Treffsicherheit machen wir nochmal rein. Ich weiß nicht, ob das doppelt zählt. Dann machen wir Nachladetempo auch nochmal. Und nochmal Treffsicherheit. Ich habe keine Ahnung, ob das Wirkung hat auf... Bei Ranger-Station. Was gibt's da noch? Oh, Leute. Achso, das hatten wir ja erst gemacht. Treffsicherheit plus 3. Planung. Treffsicherheit. Nachladetempo. Machen wir nochmal Treffsicherheit. Ich weiß nicht, ob das addiert wird. Kann ich euch nicht sagen. So, was haben wir hier? Ey, ich habe das überall nicht gemacht, wa? Grabungstempo, Alter. Krass, ich habe das die ganze Zeit nicht gerafft. Ach man, Schande über mein Haupt. Ey, echt jetzt, ohne Witz. Ohne Witz und Scherz, bitte im Ernst, ich verbreite Panik, so wie Grizzlybären. Oder T-Rex, kannst du dir aussuchen. Okay. Gut, jetzt überfliegen wir hier mal ganz kurz. Genau, wir hatten ja hier noch ein nettes Dingsbums gebaut. So, hier können wir auch nochmal Ranger-Station aufwerten. Treffsicherheit. Machen wir einfach mal überall Treffsicherheit hoch. Dann noch Planung. Und Nachladetempo. So. Diggi, das muss man mir noch mal sagen. Das vergisst man doch. Ratzi, fatzi, fatzi, ratzi. So. Hier haben wir noch ein paar Trikes. Wir könnten die Bewertung des Parks natürlich noch... Guck mal, die unterhalten sich wieder hier. Hallo, ja, hier. Guck mal, Kaffeekränzchen. Und wie war es so, Inge, im Raptor-Gehege, als keiner zu Hause war? Doch, doch, die waren da. Nein, da war keiner da. Du brauchst dich hier mal angeben. Ey, was ist denn jetzt hier schon wieder? Stromausfall oder was? Warum? Warum ist hier jetzt Stromausfall? Diggi, warum ist hier Stromausfall? Hä? Daran liegt's nicht, oder was? Ja doch, daran lag's. War nochmal 5? Jetzt ist da Stromausfall. Okay, brauchen wir noch ein neues... Brauchen wir noch ein neues Dingsbums? Netzwerk? Kraftwerk, meine ich. Machen wir. Ja, das verstehe ich auch nicht. Warum brauchen die jetzt auf einmal mehr Strom? Bin ich total bescheuert? Dreh mal die Kiste. Halt. La 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 la. Wege. Zack, zack. Fertig. Haben wir mehr Strom. Forschung ist abgeschlossen. So, was sollen wir jetzt machen? Ein, Denjochus mit der Modifikation aggressives Verhalten. Okay, den haben wir selber noch gar nicht gemacht. Den lasse ich jetzt einfach frei. Ich habe aber natürlich keinen... Ey, Diggi, ihr müsst mal hier raus. Oh, den Indominus wollten wir noch rausholen. Ja, aber immer rennt hier ein Vieh rum, Alter. Geh mal jetzt raus hier aus dem Gehege, bitte. Sonst macht er einen Haps und du wirst Frühstück. Ja, komm. Tür zu. Jetzt dreht das Vieh um. Es dreht um einfach. Okay, wir brauchen aber ein neues Gehege, Leute. Wir brauchen ein neues Gehege. Das machen wir hier irgendwo hin. Das machen wir hier runter. Hier ist noch genug Platz. Das machen wir hier runter, das neue Gehege für diese Aufgabe. Hallo, Hairo. Grüße. Ja, stimmt, das Update. Habe ich das Update da jetzt bei dem Stromdings nicht gemacht?
So, guck mal. Wir machen den Weg hier runter. Guck mal, es geht ratzfatz jetzt mittlerweile mit dem Bauen, wenn man einmal weiß, wie es funktioniert. Zack. Ausguck. Dass das nur in eine Richtung geht, verstehe ich immer noch nicht. Aber egal. Zack. Gehege. Mauern. Dann nehmen wir auch hier, das ist irgendein Fleischfresser, den kenne ich noch nicht. Der ist neu. Das hasse ich am meisten. Dass sowas möglich ist. So, dann brauchen wir noch ein Tor. Ein Tor. Eine Brutstation. Jetzt geht das wieder nicht wegen dem Gefälle oder was? Hey, ist doch gar kein Gefälle. Sagen, geht doch. So, Weg. Warum fehlt mir jetzt schon wieder Strom? Das ist doch diesmal Stromausfall, oder? Also klar, hier hinten fehlt mir Strom, ist klar. Hey, ja, dich brauchen wir. Von einer tollen Gelegenheit erfahren. Das machen wir. So, warum fehlt jetzt hier da oben Strom? Also da hinten? Oder ist das von hier? Jeder Tag ist aufregender als der letzte. Das ist mein Motto. Hm. Darum kann ich es kaum erwarten, bis sie uns das neue Genom bringen. Auch wenn ich nicht weiß, was das ist. Möp. Schrei mich nicht so an. So, ich habe jetzt hier Neues gemacht, weil ich dann auf der sicheren Seite bin. Ach so, ist das da jetzt dran? Nee, oder? Ich brauche trotzdem eine... Reicht das? Ich weiß gar nicht, ob das jetzt reicht. Um den Zaun zu versorgen. So, wo war jetzt da oben das Stromding? Das habe ich vergessen, hast du nämlich recht. Ausfallschutz 3. Und... verbesserte Leistung 3. So, der rattet hier durch, Leute. Ich mache gerade echt Speedrun, aber ich will jetzt den Indominus Rex noch zeigen, deswegen. Ich habe das jetzt erstmal vorbereitet. Tatsächlich braucht das noch ein Umspannwerk oder was? Haltweg brauchst du noch. Ja, es braucht nur ein Umspannwerk, okay. Kannst du haben, Bitch. Da brauchst du nicht zu fragen, Bitch. So. So, jetzt ist doch alles Gucci, oder? So, dann brauchen wir hier noch Futter. Einmal da. Und einmal da. Dann brauchen wir noch Wasser. Boah, Alter, ich ratter hier gerade richtig durch. Tut mir auch ein bisschen leid, aber was muss das, Mod? So, dann mal ein See. Das ist doch ganz schickimicki für das neue Gehege. So. Das heißt, wir lassen jetzt mal den Indominus Rex... Oh Gott. Leute. Wir lassen jetzt den heftigsten, übelsten Scheißer aus dem Gefängnis, den man sich vorstellen lassen kann. Okay. Leute. Seid ihr bereit? 3, 2... Eieiei, guckt ja mal hier die... Sieht ganz niedlich aus eigentlich. Also sieht schon ein bisschen krank aus. Hätte mehr Leute wie Sie brauchen können, als er seine prähistorische Reise begann. Schnelle Lerner, engagiertes Personal. Meinige wurden sicher nicht aufgefressen. Er sieht jetzt nicht so gefährlich aus, wenn ihr mich fragt. Okay, ich bin nicht ganz sicher, was Sie hier machen. Außer mit dem Feuer zu spielen. Oh ja. Ein Indominus Rex? Eine Kreuzung. Eine gefährliche Kreuzung. Digi, wo ist jetzt der Sound? Sie erschaffen nicht bloß Leben, sie verurteilen es im selben Atemzug. Wow. Hoffentlich nicht ihr eigenes. Wieso ist jetzt hier schon wieder der Sound kaputt? Unterwegs. Füge Aufgabe hinzu. Einverstanden. Jetzt mal erstmal den Dominus Rex, weil wenn der abhaut, dann ist hier Polen offen. Wie kann denn bitte hier der Zaun kaputt gehen?
Habe ich hier nicht... Das ist nicht der Verstärkte, wa? Weißt du, du machst bei den ganzen Pflanzenfressern, machst du einen verstärkten Zaun hin. Aber bei den ganzen Fleischfressern. Aber bei den Pflanzenfressern nicht, weil du dir denkst, ah, die hauen eh nicht ab. Und jetzt? Alle frei. Alle frei. Alle drehen am Rad. So, was ist denn jetzt mit den Indominus? Jetzt schläft er, Leute. Jetzt schläft er. Guck mal, wie süß der schläft. Ist er nicht süß? Guck mal. Okay, lassen wir mal kurz liegen. Wir müssen uns mal hier ein bisschen um die entflohenen Dinos kümmern. Aber guck mal. Inspektor Chris hat hier alles unter... Okay, er hat doch nicht alles unter Kontrolle. Sind jetzt hier... So, dann machen wir hier gleich mal so lange, wie der die einschläfert. Junge, 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 Junge. Und danach lassen wir gleich mal den... Oh nein. Danach lassen wir gleich mal den Indominus Rex gegen den T-Rex kämpfen. So viel Spaß muss sein. Ja, der Dino ist wieder zu nah dran. Dinosaurier tot. Was denkst du dir so bei dem Pflanzenfresser? Ach, da musst du schon nix. Na toll, bei denen, die stehen immer zu dicht daran. Weißt du wie? So, wer ist jetzt gestorben hier? Bestimmt wieder... Nee, ein Raptor ist es nicht. Hä? Du bist gestorben? An was denn bitte? War der zu alt? Das ist der Trago-Dings gewesen. Stimmt, die Trago-Dinger hatte ich ja auch noch. Die habe ich schon wieder ganz vergessen. Unterwegs, um Produkt abzuholen. Ja, hier müssen noch irgendwo Dinos liegen. Hier, da liegt noch einer. Wieder da rein. Du. Wieder da rein. Stimmt, die Trago-Dinger hatte ich noch. Die habe ich ganz vergessen. Die habe ich gar nicht gesehen in dem Gehege. War da nur noch einer da, oder was? So, gibt es noch einen Dino, der hier irgendwo rumzischt oder betäubt ist? Da ist noch einer. So, okay, Leute. Jetzt machen wir Showkampf. Oh yeah. Ich weiß noch nicht, welchen Rex nehme ich. Ich nehme den hier unten, weil der hat mehr Gehege. Da können wir den eher lassen. Okay, Leute. Bestätige Anfrage zur Produktabholung. Da bin ich aber gespannt. So, haben wir noch einen toten Dino? Nö. Wo ist denn noch ein toter Dino? Hier war doch schon... Da. Auch zu alt, oder was? Auch zu alt. Ja, dann machen wir hier gleich noch ein neues Hähnchen. Da ist ein neues Hähnchen. Und die Trago-Rexe, die hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, ey. Die können wir auch mal neu machen. Die passen natürlich super in dieses Gefängnis, wollte ich gerade sagen. In dieses Gehege. Können wir die Tor öffnen. Gibt's jetzt hier noch einen rumlaufenden, freien, oder was? Oh, da ist noch einer. So, da ist noch einer tot. Hä? Ach, der läuft ja noch rum. Ich dachte, der wäre schon betäubt. Noch ein Toter. Ja, der wird ja gerade abgeholt, oder? Ah, okay. So, Indominus Rex im Anflug, Leute. Indominus Rex gegen T-Rex. Bitte drückt mal die Daumen, dass die sich auch wirklich bekämpfen. Weil ihr wisst, was bei den beiden T-Rexen passiert ist. Von wegen, die bekämpfen sich. Die sind zusammen ausgebrochen, die Spastis. Von daher, ah, hier, lass frei. Lass frei, lass frei. So. Okay, Leute, der Regen ist vorbei. T-Rex versus Indominus Rex. So, jetzt bin ich gespannt, Leute. Jetzt bin ich gespannt, wie ein Flitzebogen. Oh, guck mal, der kommt schon gucken hier. Der schreit ihn schon an. Oh, Leute. Wisst ihr was? Ich will unbedingt einen Ranger hier haben. Kümmere mich um Futterstation. Ja, mach hin, ne? Boah, Leute, jetzt geht's ab. Digga, du musst gewinnen, du Indominus. Alter, der Indominus Rex, der ist auch noch voll gepimpt, war, das wisst ihr ja. Alter, der hat ihn jetzt erst einmal getroffen. Wo bleibt mein Ranger?
Da kommt der Ranger. Leute, ich muss den dann hochboosten, das nützt nichts. Alter, der verliert gegen einen T-Rex. Okay, ich nehm's zurück. Aber ich will den trotzdem. Okay, er macht den nackig. Er hat noch 4. Oh, 1% Leben. Okay, gleich hat er an. Jetzt hat er an. Ja, nice. Bam. Okay, Digi, jetzt hoffen wir aber mal. Guck mal, jetzt können wir mit dem Ranger hier. Okay, der hat gerade aufgefüllt. Kommt eine Ziege raus. Dinosaurier tot. Hier, heil den mal. Nice, so was brauchst denn du hier? Was hast denn du für Gehegewünsche? Der will mehr Wald haben. Ja, friss dich satt. Friss dich satt. Geil. Schön noch Zäpfchen in den Hintern. Bis die Energie wieder stimmt. Sehr gut. Ja, der ist jetzt erstmal tot. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. So, wir müssen aufpassen, dass der hier zufrieden ist. Er will mehr Wald haben, tatsächlich. Mehr Wald als ein Rex. Kann er haben, Digi, kannst du haben. Kriegst du hier oben ein paar Bäume. Und hier ein paar Bäume. Ich weiß, sie sind beschäftigt. Aber diese Gelegenheit ist einfach zu gut. Ja, das können wir tatsächlich echt mal machen. So, ich muss nur aufpassen, dass der hier echt... Omen, falls Sie an so etwas glauben. Was ich natürlich nicht tue. Digga. Außer wenn ich es tue. Wir haben jetzt einen Dominus Rex. Wie geil ist das denn, Mann? Aber geiler Kampf. Ich hätte erst gedacht, weil der hatte schon 54% Energie und der T-Rex noch 100. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Stimmt doch irgendwas nicht. So, der geht jetzt was trinken nach seinem harten Kampf. Die Energie geht wieder hoch. Oh, guck mal. 84, komm, trink mal was. Was ich nicht verstehe, hier rennt doch schon wieder irgendwas drin rum, oder? War hier nicht gerade was? Ah, das war die Ziege, okay. Ja, nice. So, okay, wir haben noch ein paar Sachen hier rumliegen. Ein paar Dinos, die hier wieder zurück müssen. Produkt wird eingesammelt. Oh, im Wasser, das ertrinkt doch. Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. Aber weißt du, was ich dumm finde? Wie willst du den Zaun hier ersetzen? Hier sind immer zu viele Dinos nah dran. So, euch geht's gut, oder? Euch geht's gut, ihr seid sozial versorgt. Wie sieht's mit den Trago-Dingern aus? Die bräuchten vielleicht noch ein, zwei... Och, ihr seid so süß. Ihr bräuchtet vielleicht noch ein, zwei Partner. Dann machen wir mal noch ein paar Trago-Dinger. Diggi, aber... Doch, der T-Rex hatte am Anfang 100 noch. Da hatte der andere... Transportiere Produkt. Andere 50, soweit ich das gesehen habe. Oder? Bissiff. Nee, das sind alles so kleine Dinos. Die können halt alle zusammenbleiben. Das finde ich ganz geil. Da siehst du bei... Das siehst du bei... Halt ersetzen. Mann, da sind immer zu viele Dinos in der Nähe. Das ist doch scheiße. Geh mal weg da, du Kakadu. Ja, guck mal, jetzt ist doch keiner hier. Zustellung abgeschlossen. Und da kommt natürlich das Enton und ist zu nah dran. Ja, das ist doch dumm. Na gut, dann nicht. Nö, das ist ein Streichelzoo, Digi. Das streichelt so, das passt schon. La, 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 la. So haben wir noch 3 davon. Und dann... Guck mal, du musst halt nur bei Bestand gucken. Oh. Okay, vielleicht doch zu viel. Okay, welche nehmen wir denn dann mal raus? Also die kommen klar mit viel Dinos. Und die kommen auch klar mit viel Dinos. Aber die Drago nicht, wa? Die Drago nicht. Das bedeutet... Wartet mal. Okay, dann betäuben wir die mal und bringen die bringen wir hinter zu den... Die bringen wir hinter. Verstanden. Bestätige Aufgabe. Zu den Trikes. Hier ist doch nochmal einer drin, oder? Ne, da ist noch einer. Futter ist leer. Futter.
Wo ist Fuderleer? So. Da ist Fuderleer bei den Raptoren. Hier sind noch Raptoren drin, stimmt's? So, hier oben war doch auch irgendwo eine Ranger-Station, da. Reagiere auf Nachschubanfrage. Ach, schon wieder einer entbüxt? Wo denn nun schon wieder? Oh man, jedes Mal diese Fehlermeldung wegen diesem Scheiß. Dann frisst sie doch endlich mal. Sie frisst ihn einfach nicht. Gefahr für Gäste. Richtig dumm. Nur weil dieser scheiß Professor da drin ist. Aber der frisst den halt auch nicht. So, transportieren. Zack. Oh, da muss ich jetzt jedes Mal dahinter. Ja. Sammle Produkt ein. Produkt muss einsammeln. Aber nämlich ein riesen Trike-Gehege. Na, komm, nimm's. Und dann können wir die Drago-Dinger da hinten reinpacken, dann ziehen die einfach rum. Passt ja auch zu Trike, so ein bisschen wegen den Hörnern. Unterwegs, um Drachen und so, und Hörner und Schuppen und so. So, okay. Dann müssen wir tatsächlich aber noch... Einer war hier noch, glaube ich. Ein Drago. Wo ist er hin, der Sausack? Da ist er. So. Jetzt dürfte wieder alles in den Gang gehen, oder? Olga und Harald. Harald habe ich noch nicht benannt, es tut mir leid. Harald ist wieder vereint mit Olga. So. Da haben wir den Park doch auch schon überhoch. Wir haben einen Dominus Rex, Alter. Der hat eine Bewertung von... Wo ist der eigentlich hin? Da hinten. Der hat eine Bewertung von 300, Mann. Er sieht schon ganz schön abgefuckt aus, muss man schon sagen. Er sieht einfach aus wie ein Monster. Nicht wie so ein Dino, wie so ein toller Dino, sondern er sieht aus einfach wie so ein Monster. So. Hier sollten wir dieses eine Vieh machen. Warte, wie ist das Vieh? Ein Deino irgendwas. Wo ist das Vieh? Da. Den. Den haben wir sogar noch nicht mal gemacht. Noch nie. Modifiziert mit, was war das? Mit aggressivem Verhalten 2. Okay, machen wir. Aggressives Verhalten. Können wir den überhaupt schon machen? Können wir... Hier können wir das machen, oder? Oder auch nicht. Wir können das noch nicht machen. Warnung. Sabotage im Gang. Oh nein! Nicht schon wieder, Mann! Schnell, schnell, schnell. Jetzt können wir gleich mal gucken. Wo denn diesmal? Oben? Achso, Sabotage diesmal in Form von Krankheit, oder was? Okay. Kein Problem. Aufgabe erhalten. Dann nehme ich alle drei, weil dann sind die schneller fertig. Verstanden. Sabotage im Gange, da hat jemand die Dinos vergiftet, Alter. Greenpeace, ich sag's euch, Greenpeace war das. Hundertprozentig war das Greenpeace. Greenpeace war das. So, Leute. Futterstation muss aufgefüllt werden. Gut, dann nehmen wir hier den Ranger. Wo ist er? Da. Bestätige Nachschubanfrage für Futterstation. Okay, und... Den hier, den können wir da gar nicht brüten. Das heißt, wir brauchen mehr DNA von dem. Der war hier hinten zu finden, oder? Irgendwo hier. Da. Nee, halt! Der hieß ja irgendwas mit... Das ist er ja gar nicht. Wie hieß der denn jetzt, verschreckt? Der. So. Das ist immer noch eine Krankheit. Da. Bei Ihrem Ruf ist die Loyalität der gesamten Sicherheitsabteilung nur eine Frage der Zeit. Okay, ist geheilt. Sehr schön. So, ihr vertragt euch doch hier mit den Drago-Dingern, oder? Drago-Dinger? Ihr seid doch happy jetzt. Sozial, ja, da kommt jetzt noch einer dazu. Ja, guck mal, die freuen sich, weil die so ein fettes, großes Gehege haben jetzt.
Sehr schön. So, wir brauchen Unterhaltung, Leute. Sturmabdeckung. Das war noch wichtig. Sturmabdeckungsgedöns. Warum kann ich das hier nicht hinmachen? Weg. So, Sturmabwehrkacke. Soll, wie viel Prozent? 29, 60 insgesamt. So, klatschen wir die einfach überall hin. So, hier auf jeden Fall auch noch. Aber bei der Map gab es doch kaum Sturm, oder? War das nicht so? Baller ich die halt überall hin. Ist auch egal. Ah, ich sehe nichts bei den Baukosten. Was ist das denn für Quark? Ich will das hier verbinden. So schräg machen. Okay. Ja, genau das brauchen wir. Ja, genau das. So, Aufträge. Wir brauchen Unterhaltung, Leute. Unterhaltung. Ach, was mache ich denn? Unterhaltung hier, du. Diese Gelegenheit ist gut und könnte der Unterhaltungsabteilung helfen. Also denken Sie bitte darüber nach. Ja. So. Fossilien sind wieder da. Schlaf gut, Cloney. Wo war jetzt hier der? Da, zack. Gab's hier noch irgendwo anders? Da noch. Den wollte ich eh mal sehen, den haben wir noch nicht gesehen. Den fand ich ganz geil. So, ausbrüten, zack. Den kleinen Krepel. So. Können wir noch irgendwas Sinnloses forschen? Gibt's noch irgendwas Neues? 0000009. Ja, hier die Dinger halt, komm, zack. Bei dem Geld. Wie viel Sozial habt ihr eigentlich? Okay, da kann man nicht noch einen mit reinstecken. Bei dir sowieso nicht, großer. Und bei dir erst recht nicht. Der hängt nur im Wald ab, kann das sein? Wir könnten eigentlich hier nochmal so einen Ausguck bauen. Hey, hey, hey. Wir leben in einer gefährlichen Welt und hier ist es noch schlimmer. Der Auftrag könnte uns in der Sicherheitsfrage weiterhelfen. Ach, da ist sogar schon einer. Ach, hier ist er doch. Ach, hier ist schon ein Turm. Okay, gut, dann sehen die die. So, hier ist natürlich kein Dino drin. Schade. Okay, Futterstation leer. Zwei Stück sogar. Ah, hier liegt noch ein Betäubter, siehst du. Oh, das müsste ja bei den Raptoren dann sein, das Futter. Oder hier bei den... Anfrage zur Produktabholung erhalten. Ah, bei denen hier. Krass. Fahre zur Futterstation. Ich habe Schiss, dass ich die falschen nehme, dass ich die von ganz vorne nehme, dann müssen die extra hier hochfahren. So, Leute, an der Stelle machen wir aber erstmal einen Cut und sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.